Fenster nicht offen lassen währenddessen. Das sind viel zu viele Straßengeräusche. Gabidababduba! Nee. Erstmal eine Ansage. Und erstmal ein Timer. Läuft. 3, 2, 1. Hallo, liebes Publikum, und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Donkey Kong Country Returns. In der letzten Folge da haben wir mit Welt 2 angefangen und sind fast durch die gesamte Welt 2 durchgekommen, und in dieser Folge machen wir Level 6, das Level, wo wir den Schlüssel für gebraucht haben. Und gucken einfach mal, was es mit der Walfahrt auf sich hat. Vielleicht gibt es hier irgendwas umsonst, weil es quasi die Wohlfahrt, bloß mit A. Und irgendjemand, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal euch aufgefallen ist, dann schreibt es in die Kommentare. Dann schreibt, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich brauche Engagement auf den Videos. Ich habe es euch in der letzten Folge erklärt. Ja, in der letzten Folge habe ich ziemlich viel YouTube-Talk gemacht und habe einfach mal so ein bisschen über die Sachen so erzählt, was so meine Aufnahmephilosophie ist, beziehungsweise wie gut Kommentare funktionieren und wie das so mit dem Captain so läuft. Und ja, deswegen, also, ich finde es ja auch immer wieder interessant, wenn ich ihm sage, ja, wir machen das dann irgendwie später und sonst was alles, dann ist bei ihm immer so, ja, wir machen das auch noch 10 Jahre, so nach dem Motto. Wir machen das noch 20 Jahre, wir machen das, bis wir 80 sind. Sitzen wir einfach hier, spielen irgendwelche Spiele und kommentieren lustig nebenbei. Solange das funktioniert, machen wir das auch. Was heißt funktioniert? Also, es funktioniert für uns. Sagen wir es mal so. Jetzt so allgemein gesehen wahrscheinlich irgendwie sämtliche YouTube-Gurus und so würden bei meinem Kanal wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und fragen, was macht ihr denn da? Ich möchte dir helfen. So, sehr gut. Und jetzt geht die Walfahrt auf. Los, meine ich. Was zum Teufel ist da gerade passiert? What? Wieso bin ich denn so weit nach rechts geflogen? Ich bin ja noch nicht mal nach oben weggeflogen, weil ich nicht A gedrückt habe. Deswegen ist es auch nicht passiert, aber... Heiliger Philosoph, was soll denn das? So, das Bonuslevel müssen wir nicht unbedingt nochmal machen. Alles, was wir da rausbekommen, sind halt ein paar Leben und so. Und ich glaube, wir haben mittlerweile genug One-Ups, beziehungsweise auch genug Bananenmünzen, um uns in der Not Bananenmünzen lebens kaufen zu können. Mann! Och, warum macht denn der nicht? Warum springt denn der nicht hoch genug? Ich wette, ich habe jetzt das N verpasst. Ich wette, das N war in der Kiste da gerade eben. Ja, da ist das O. Das heißt, wir haben das N verpasst. Ah, nee! Erst kommt ja das O. Ich wollte gerade Knock schreiben. Knog! Donkey Knog! DK! Donkey Knog ist hier! Donkey Knog Krunkchi. Yeah! Das ist doch das, was wir gucken wollen. Wir gucken quasi Ovo Maltine in Affenform. Donkey Kong Donkey Knog Crunchy. Jedes Mal werde ich einfach von denen getroffen. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss, damit ich nicht getroffen werde, um ehrlich zu sein. Da bin ich zu früh gesprungen. Was ist denn hier drin? Wegen einer Bananenmünze, die wir ja so dringend brauchen, habe ich beim letzten Mal so eine Panik geschoben.
Oh, stimmt, wir hatten ja vorher nur das K, das N brauchen wir erst später. Aber mein Hirn war gerade so darauf, wie, das N ist das nächste, das N ist das nächste, das N ist das nächste. Dass ich halt einfach nicht ganz mitgedacht habe. Das war so klar. Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bowling. Donkey Knock. Ah! Ich wette, wenn man alle mit einmal abräumt, bekommt man irgendwas. Aber warum auch immer will Donkey Kong nicht so ganz Geschwindigkeit aufbauen. Ich weiß nicht genau, was da gerade das Problem gewesen ist. So, jetzt holen wir uns erstmal Diddy und die Wahlfahrt geht weiter. Cool. Das Puzzleteil haben wir. Auch wenn ich jetzt ja, wie gesagt, nicht nach Puzzleteilen gehe. Das kann ich, glaube ich, jede Folge nochmal neu erwähnen. Und da ist Aquatic Ambience als Musik. Ich wollte es schon anmerken, dass so ein bisschen zumindest hier stellenweise Remix von der Wassermusik aus Donkey Kong Country 1 einfach verarbeitet wurde. Aber jetzt hört man es halt ein bisschen deutlicher tatsächlich raus, finde ich. Als vorher noch. Das One-Up, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das G wäre mir am wichtigsten, wenn das jetzt auch an so einer Passage ist und ich das verpasse, dann... Dann hätte ich das nicht toll gefunden. Oh yeah, 14 Bananenmünzen. Oh yeah. K-O-N-G Kong. Und damit haben wir alle Kong-Buchstaben auch in Welt 2 geholt. Und nein, ich werde nicht jetzt das Tempel-Level machen. Ich werde es auch nicht nach dem Boss machen. Die Tempel-Level kommen, wenn wir alle Hauptlevel, alle das gesamte Hauptspiel durch haben. Moment, habe ich irgendwo noch keinen Kong? Ach, da ist noch ein Level vor dem Boss. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist mir ja vorher gar nicht aufgefallen. Wellenbrecher-Wahnsinn, okay. Dann halt noch ein Level. Das erste Unterwasser-Level? Nee. Oh, das ist das, wo die ganze Zeit Wellen vom Hintergrund nach vorne kommen und man muss sich dann immer hinter den Wänden platzieren, damit man davon nicht getroffen wird. Immer wieder eine interessante Mechanik in Spielen, wenn die sowas machen. Da ist ja Donkey Kong Country Returns nicht das einzige. Das hat das definitiv nicht erfunden. Aber es sieht einfach ziemlich cool aus, wenn es passiert, wenn die Wellen nach vorne kommen. Ich weiß nicht, gab es nicht Donkey Kong Country Returns auch für ein 3DS oder so? So mit dem 3D-Effekt ist das doch bestimmt ziemlich cool. Moment, was? Moment, was? Komme ich jetzt nicht mehr an das K, weil die Gegner weg sind? Och, komm schon. Oh, da ist noch ein Gegner. Cool. Naja, das war's dann wohl. Ja. Weil den Gegner hätte ich nicht mehr nach da links bekommen. Oh ja, mach doch einfach irgendwie das, was ich nicht mache, was ich nicht sage. Ich wollte hier das irgendwie gucken, ob wenn ich das Gras anpuste, ob dann irgendwas passiert, aber nicht wirklich. So, jetzt müssen wir schnell sein. Ich habe das K nicht bekommen. Ich habe das K schon wieder nicht bekommen. Okay, kommt jetzt nochmal ein Gegner oder war es das schon wieder? Hier kommt noch ein Gegner. Aber leider zu dem Zeitpunkt... Ach, ja, natürlich. Aber wie muss man das denn timen? Gut, ich hätte an dem einen Punkt nur hochspringen müssen, dann hätte ich es gehabt. Und schon wieder kriegt man keinen Diddy Kong. Was soll der Quatsch eigentlich? Warum gibt dieses Spiel einem so wenig Decay-Barrels? Ich dachte, ich wäre noch dahinter. Egal. Aber schon interessant, wir sind bei 46 Leben. Ich habe 10 mehr als zu dem Zeitpunkt, wo ich mir Leben gekauft habe. Warten.
Jawohl. K haben wir gesichert. So, jetzt bin ich vorsichtig. Ich weiß nicht genau, was das gerade gemacht hatte. Ah, okay. An dem Punkt, wo der Schalter ist, ist dann eine Wand, hinter der man sich verstecken kann, als ob du mich dann noch getroffen hast. Wie kann ich denn, wenn ich nach vorne gehe, nicht getroffen werden, aber wenn ich dann zurückgehe, trifft er mich plötzlich? Obwohl ich ein gutes Stück weiter zurück bin. Das ist doch Quatsch, ist das. Egal, jetzt haben wir erstmal ein Bonuslevel gefunden. So. Ich will erstmal das One. Habe ich einen extremen Delay drauf? Ach ja, das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, beim Tempel-Level. Ja, ich habe irgendwie einen gewissen Delay drin. Ich glaube, die Passage habe ich nicht mal im Video gelassen. Ich habe mir tatsächlich bei den Tempel-Level habe ich wirklich nur die Anführungszeichen Highlights rausgenommen. Warum machen mir die Sachen denn alle Schaden? Anstatt dass ich denen Schaden mache und so weiter. So, weiter rüber. Hier war das. Oh nee. Wir sind jetzt in der nächsten Passage schon wieder. Hier ist das N drin. Nee, hier ist ein Puzzleteil drin. Was auch sonst. Die Kong-Buchstaben sind eigentlich immer relativ offen gelegen. So, das, was man da machen muss, ist halt zu rollen. Und während man mit der Rolle in der Luft ist, nochmal A drücken, weil man dann nochmal einen Sprung hat. Ich weiß nicht, warum sich das Rare damals so ausgedacht hat, dass das so ist, dass das eine Sache ist, weil an einigen Stellen muss man das tatsächlich machen, um überhaupt weiterzukommen. Oder um an Sachen ranzukommen. Und das ist, glaube ich, auch keine Mechanik, die einem irgendwann mal so richtig erklärt wird. Ach Mann, warum Gegner? Mehr kann ich dazu nicht sagen, warum Gegner. Also ich weiß, dass ich mich bei den kleinen Steinen drunter herducken kann. Das ist mir jetzt nichts, keine Neuigkeit oder irgendwas. Oder ist mir jetzt so fremd, dieses Konzept. Die Sache mit denen ist einfach nur, ich glaube immer, ich schaffe das einfach nicht, mich da zu ducken und am Leben zu bleiben, weil dann da die Gegner sind. So einfach sieht's mal aus. Wegen den Gegnern. Bleibe ich denn lieber irgendwie von denen eher so ein Stück weg, sage ich mal. Hier, genau das meine ich. Ja. Nee. Ah, Mann, wie muss ich denn das timen? Da muss ich später losgehen? Quasi, da muss ich noch eine Welle länger abwarten? Oder muss ich einmal vorgehen und dann wieder zurück und hoffen, dass die nicht respawnen? Irgendwie so wahrscheinlich. Vielleicht zerdenke ich es jetzt auch gerade, aber meiner Meinung nach muss ich das so machen, weil ich das sonst nicht packe. So, hier ist erstmal die rote Krabbe. Das ist egal. Da können wir einfach drüber herklettern. Das können wir hier ja nicht wirklich machen. Mann, so komme ich nicht an den Knopf. Wie doof ist das denn getimt? Ich verstehe nicht ganz, was das Spiel da von einem will. Weil wenn ich die beiden Gegner platt mache, habe ich keine Zeit mehr, mich hinter dem Stein zu verstecken, glaube ich. Weil Donkey Kong halt einfach so ewig in der Luft bleibt. Aber ich probiere es gleich mal. K.O.N.G. Kong. Nee, noch nicht. Wir haben ja erst Kohn. Brian Kohn. So. Dein Vater ist nicht Schmuel Kohn. Okay, hat funktioniert. Cool. Ich will hier einfach durch. Die geht kaputt. Aber hier sind wir jetzt für einen Moment sicher gewesen. Und cool. Durch. Oh nein, nicht die Fenster. Oh Gott, ja, das gab's ja auch noch. Die Fenster. Und nochmal von vorne.
Och Gott, das war knapp. Also wenn Retro Studios 1 hinbekommen hat, dann ist es die Schwierigkeit von Donkey Kong Country Spielen einzufangen und das halt sehr akkurat. Weil ich finde, kein Donkey Kong Country Spiel ist wirklich ein wirklich leichtes Spiel. Auch wenn ich Donkey Kong Country 1 und 2 relativ zügig durchgespielt habe und irgendwie auch den dritten Teil. Aber ich finde, keins der Spiele ist wirklich leicht per se. Es gibt einige Leute, die halt Donkey Kong Country 1 oder 2 oder so ewig oft durchgespielt haben und dann das Speedrun innerhalb von 20 Minuten oder so und dann sagen, nee, die sind ja eigentlich gar nicht so schwer. Doch, doch, alle Donkey Kong Country Teile sind schwer. Auf ihre eigene Weise, aber sie sind schwer. Und hier sind wir jetzt bei den kneifenden Kosaren. Ich weiß gar nicht, was ist ein Kosare? Das weiß ich gar nicht. Und ja, da sieht man es, wie die kneifenden Kosaren. Cousins vielleicht? Ist das die Mehrzahl von Cousins? Kosaren? Da sieht man, wie sie auf jeden Fall unsere Bananen genießen. Und dann hypnotisiert werden, um uns anzugreifen. Oh, der Boss. Ich glaube, der war auch relativ nervig. Ich glaube, der Boss war auch leicht nervig gewesen. Da müssen wir auf ihn raufspringen. Warten, bis er seine Zangen runternimmt. Nochmal draufspringen. Warten, bis er seine Zangen runternimmt. Nochmal raufspringen. Ah, nee. Raufspringen. Dann trommeln. Und dann auf den weichen Bauch. Das müssen wir mit allen dreien dreimal machen. Und er macht seine Krallen schon hoch, bevor wir auf ihn springen. Jetzt kommt der Captain. Der macht natürlich... Der läuft und macht seine Krallen hoch. Nee, der macht seine Krallen hoch in Response, wenn wir springen. Glaube ich. Irgendwie so. So, jetzt haben wir einmal Krabbenturm. Da müssen wir jetzt auch einmal drauf springen. Das heißt, wir warten jetzt ab, bis sie nach links laufen. Beziehungsweise wir müssen natürlich auch warten, bis sie ihre Krallen unten haben. Krallen hoch. Krallen runter. Das heißt Krallen, Scheren. Moment, was? Muss ich dreimal drauf springen? Aber das haut doch nicht hin. Ja, das war klar. Hä? Ich verstehe es nicht ganz. Weil irgendwie scheint es auf den Kopf springen nichts zu machen. Und natürlich nehmt ihr in dem Moment die Krallen hoch. Ich bin noch nicht... Ich muss wieder reinkommen, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, ich muss erstmal wieder reinkommen. So, jetzt weiß ich aber auf jeden Fall... Ach Mann, was ist denn das? Hallo? Spiel... Mach das, was ich dir sage. Ich habe nämlich gesagt, Donkey Kong soll nach links weglaufen. Pam, so. Kommt der dritte raus, der kommt auch hier raus. Da können wir direkt das machen, können wir das machen und können wir das machen. Okay, ich weiß nicht, wozu das Ding da oben ist, um ehrlich zu sein. Da können wir auch nicht viel machen. Hä? Warum? Ja, okay. Nee. Nee. Ich hoffe einfach mal, nachdem ich das dritte Mal auf ihn gesprungen bin, dass das dann irgendwas ausmacht. Ich bin gerade was? Gegenrollen, wenn die Krallen oben haben? Also nicht, wenn sie die Krallen an der Seite haben. Okay. Okay.
Hallo. Ho. Warum hat das jetzt... Warum ist der jetzt so woanders gespawnt als... Mann, nein. Och, was? Ich bin so weit von ihm weg, ich berühre ihn nicht mal. Warum pralle ich von seiner Seite ab? Das ergibt doch keinen Sinn. Okay, ja, jetzt sind die Krallen gerade unten. Jetzt hat es gerade funktioniert. Aber sie sind auf mir gelandet. Okay, cool. Und ich krieg kein Herz zur Regenerierung oder so. So, du machst deine Krallen wirklich erst nach oben. Mann! Oh, ist das dumm? Entschuldigung, dass ich mich da jetzt gerade so aufrege, aber ich muss nah rangehen, damit das Trommeln auf dem Boden überhaupt irgendeinen Effekt hat. Aber wenn ich zu nah rangehe, dann pralle ich halt so ab. Okay, jetzt macht ihr den. So, du und du. Als ob. Jetzt zählt das nicht, weil ich nicht alle drei getroffen habe. Deswegen meinte ich, ich habe im Kopf, dass der Boss nervig wird. Und ich krieg nur eine Banane davon. Es ist so ein Schwachsinn. Dieser Kampf ist nicht gut designt. Aber das war's zumindest jetzt. Warum darf ich nicht? Warum darf ich den nicht auf die Fresse hauen? Das ist voll gemein. Das funktioniert bei mir warum auch immer nicht. Der schlägt immer einfach instant zu. Ich krieg den Prompt nicht. Irgendwas haut mit dem Spiel nicht hin. Das mag ich nicht. Aber dafür möchte ich den Bosskampf jetzt nicht nochmal machen, nur um den Tiki auf die Schnauze zu heulen. Heulen? Hauen. So, jetzt sind wir aber erstmal in den Ruinen in Welt Nummer 3. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weiter. Wir haben noch 7 Minuten auf der Uhr, laut meinem Timer. Das heißt, mindestens dieses eine Level werden wir auf jeden Fall noch spielen. Wackeliger Wasserweg. Das sind so kleine Touches, die einfach cool sind. So halt ein Vogel, der irgendwie in der Kamera ist und dann bemerkt so, oh mein Gott, ich will gar nicht in der Kamera sein. Sowas mag ich. Das sind so kleine Details, die muss man nicht in ein Spiel einbauen, aber die geben Spielen halt einfach so einen gewissen Charme. Und das kann man halt sagen, was über dieses Spiel kann man sagen, was man will, aber es hat auf jeden Fall eine ganze Menge Charme und eine ganze Menge Donkey Kong Country Flair. Und ja, man kann ihm halt vielleicht nachsagen, dass es vielleicht nicht unbedingt, dass es nicht unbedingt die beste Idee war, alles irgendwie auf Motion Controls zu machen und dass das mit dem Pusten eine richtig doofe Mechanik ist, weil, ja, so fühle ich auch so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. So, das ist ein brennender Gegner, den müssen wir auspusten, bevor wir ihn kaputt machen können. Es sei denn, Donkey Kong denkt sich, nee, ich roll lieber. So, wenn wir hier so Kerzen sehen, können wir die auspusten und dann erscheinen Sachen. Wie zum Beispiel das Ding da. Hä? Wieso kann ich dann... Danke. Und ich weiß warum, ich habe nicht die Grifftaste gedrückt. Was ganz komisch ist, bei dem Boss hat das mit dem Greifen auch nicht funktioniert. Okay, da war nur eine Banane drin. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, was das Problem damit ist. Dass das Spiel das manchmal einfach gar nicht annehmen möchte. So, dann gehen wir erstmal nach links hoch.
und springen in das Fass, um uns das Bonuslevel zu holen. Und wir haben wieder das hier. Das haben wir ja heute schon gesehen. Also für mich heute. Für euch wahrscheinlich letzte Folge oder vorletzte Folge oder so. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Nee, letzte Folge müsste das gewesen sein. Das ist jetzt gerade mal die zweite Folge, die ich heute aufnehme. Dementsprechend... Oh Gott. Ja, hier, bitteschön, dankeschön. Wiedersehen, dankeschön. Aber ja, bei den Sachen, über die ich halt letztes Mal so philosophiert habe, mit YouTube und sowas allem, das ist halt auch was, was ich oft gesehen habe, dass Leute sich denken, okay, ich mache jetzt hier cool, lustig Videos und sowas alles, wird ja alles mega cool werden. Zum einen haben die Leute vollkommen unrealistische Vorstellungen davon, wie schnell man damit irgendwie, Anführungszeichen, Erfolg hat. Kommt natürlich darauf an, wie man es macht und so weiter und so fort. Aber was viele Leute unterschätzen, ist einfach der Zeitaufwand mit dem Editing. Das ist einfach eine Sache, die ich so oft gemerkt habe und gesehen habe, dass so viele Leute sich an YouTube versuchen und dann einfach schnell merken, okay, nee, da ist viel mehr dazu, als einfach nur aufzunehmen, wenn man gute Videos machen will. Dass sie dann halt aufhören, einfach weil sie keine Zeit mehr dazu haben oder sich die Zeit dafür nicht nehmen wollen, um halt Videos zu editieren. Was ich durchaus gut nachvollziehen kann. Wie gesagt, ich würde so viel mehr machen, wenn ich einen Editor hätte, der mir da so ein bisschen was abnehmen würde. Dann würde ich auch ein bisschen Zeit einsparen. Und ich habe schon mal zum Beispiel bei Marseille angefragt, ob sie nicht potenziell für mich was editieren will, hatte ihr dann auch Videodateien gegeben und das hat dann irgendwie trotzdem nicht funktioniert und ich verstehe bis heute nicht ganz warum, weil die Sachen waren so, wie ich die aufgenommen habe und hätte eigentlich alles funktionieren müssen, weil ich nehme die Sachen seit jeher so auf, da dürfte nichts schlimm asynchron oder sonst was sein, aber irgendwie hat sie die Synchronisation nicht so hingekriegt und das sind halt so Sachen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Nämlich, dass der Commentary-Track irgendwie synchron zum Spiel sein muss und so weiter und so fort. Und halt einfach alles irgendwo so ein bisschen passt. Nein, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich gemacht. Genau. Aber dadurch, dass ich die Dateien halt auch gar nicht mehr habe, kann ich das Video eh nicht mehr bringen. Ich wollte es dann auch nochmal neu aufnehmen, habe ich aber bis heute nicht gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Kommt aber bestimmt auch noch. Da werde ich Marseille auch definitiv nochmal anfragen, ob sie sich da nochmal ransetzen will. Und ja, Marseille, sie ist richtig. Genau. So. Ja, das habe ich mir gedacht, dass hier jetzt wieder solche sind. Ja, yeah, sehr gut. K.O.N.G. Kong. Haben wir alle Kong-Buchstaben wieder eingesammelt? Jetzt hätten wir uns hier natürlich coolen Extra-Leben sammeln können mit den ganzen Gegnern. Hat aber nicht funktioniert. 13 Bananenstauden. Sehr gut. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sowas mag ich ja, wenn Projekte am Ende einer Woche enden, beziehungsweise, oder mehrere Projekte, also mit den Aufwärmerprojekten und dann dem Hauptprojekt, wenn das so zeitgleich endet und so, immer sehr befriedigend. Sowas mag ich. Ja. Und ich würde sagen, das wär's mit dieser Folge von Let's Play Donkey Kong Country Returns. Ich wollte gerade 2 sagen, aber nee, 2 ist schon ein bisschen her. Das ist auch nicht ganz so modern wie das hier. Naja, auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren und bewerten. Nicht vergessen, es hilft dem Kanal immer sehr gut aus. Und an der Stelle heißt es, wie eh und je, tschüss, bis dann.